Hey, Konrad, ich musste gerade mega müssen lachen. So blöd. Jetzt hast du mir 40 Minuten von der Geschichte, von der Finanzierung von euren zwei Games erzählt. Mega cool, mega international Erfolg. So blöd. Für mich ist es so selbstverständlich. Klar weiß jeder und jede, was Far ist. Natürlich nicht so. Sag schnell, was ist Far? Ja, gern. Ja, im Farlon Sales, es ist ein atmosphärisches Vehicle Adventure. Wir haben das Genre quasi aus dem Boden gestampft, wir nennen es so. Dort steuert man ein Mädchen, das allein gelassen worden ist, in einem ausgerechneten Meer. Und man ist allein gelassen worden mit so einer Art Zug, Loki, Schiff, wo auf Räder ist. Und es hat Segel und es hat einen Motor und man begibt sich quasi mit dem Gefährt dann auf die Suche nach anderen Leuten. Und nach dem Wasser, das ihm da ist. Und man muss das quasi instand halten und dann vorangehen, begleitet durch sehr schöne Musik von einem Orchester, das aufgenommen worden ist, und sehr schöne Bilder. Genau, das ist Far Lone Sales. Okay, cool. Und was ist Far 2? Oder das Neue, das wir gerade announced haben? Genau, das heisst Far Changing Tides. Und dort spielt man einen Protagonist das Mal auf der anderen Seite der Welt, wo alles überflutet ist mit Wasser. Und das macht man wirklich ein Schiff auf Wasser. Und mehr kann ich im Moment nicht sagen. Es ist eigentlich nicht ein Nachfolgetitel, aber es ist die andere Seite. Genau, ein Companion-Title. Okay, und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch von Goran über, wie sie die Projekt finanziert haben. Danke. Hey, hoi Goran. Freut mich mega, dass das geklappt hat. Sali Moritz, danke vielmals. Du darfst dabei sein. Ja, wir haben jetzt da in der Vorbesprechung schon ein paar Sachen besprochen. Das ist für mich jetzt gerade mega aufregend und mega cool und doch auch noch ein bisschen anders im Vergleich zu den anderen Projekten. Aber zuerst mal schnell zu dir. Stell dich doch bitte mal ganz schnell vor, wer bist du, was hast du für einen Werdegang gemacht, wie bist du zu Games gekommen? Ja, sehr gerne. Ich bin der Goran Saric. Ich werde am Freitag 35. Und ich wohne in Zürich. Ich habe ursprünglich Informatik gelernt, habe dann eine Zeit lang auf dem Beruf gearbeitet. Das hat mir dann aber mässig gefallen. Ich bin dann ein Jahr lang reisen und als ich zurückgekommen bin, habe ich etwas Neues machen und ich habe die gestalterische BMS gemacht, nebenberuflich. Und dann habe ich die zwei Sachen kombiniert, weil Technik habe ich halt trotzdem noch cool gefunden. Und Gestalt und Technik, da endet man dann halt bei Game Design. Und ich bin natürlich auch als Teenager faszinierter Gamer gewesen und habe diverse Spiele gespielt, gesuchtet. Heutzutage nicht mehr so zum Glück, aber das Spiele machen ist dafür umso schöner. Genau. Zum Glück sagst du, okay, das Gamen ist der verleidet einfach selber, oder wie? Ich würde gerne, ehrlich gesagt, wieder die Faszination haben von früher, aber ich kann nicht mehr so eintauchen. Es ist Games spielen ist wie schaffen. Nein, das ist eben, darum frage ich, ist das passiert, was mir passiert. Es gibt wirklich noch wenig Games, wo das noch klappt. Abgesehen natürlich von mega schönen Sachen wie Familie und nicht mehr so viel Zeit haben. Es ist wirklich auch, man versaut sich, gell? Wenn man den Traum oder das Hobby zum Beruf macht, versaut man sich das Hobby eigentlich meistens auch einfach immer. Das auch ein bisschen, ja. Hey, und du bist auch aus dem Säuleamt, das lassen wir jetzt mal, das ist auch lustig, erheut die Säuleamt-Rate, also das Kanton Zürich Original. Ja, und was hast du mit deinem Partner oder mit deinem Partner, musst du vielleicht noch schnell beschreiben, ihr habt ja eine Firma, wirklich schon eine ältere Firma jetzt für Gaming. Was habt ihr für das Game, für das Projekt gemacht? Ja, nächstes Jahr gibt es uns auch schon 5 Jahre und wow. Ich habe zusammen mit dem Don Schmocker, wo wir noch im Master gewesen sind, die Firma Okomotive gegründet. Und wir haben dort im Master angefangen, sein Bachelor-Projekt eigentlich umzusetzen in ein ganzes Game. Das hat damals noch Far geheißen, ist dann später Far Lone Sales geworden. Und der Master hat dann, also der Game Design Master, hat dann nicht gelangen zum Spiel fertig machen. Wir haben danach noch weitermachen und haben noch Hilfe geholt. Aber wir haben den Master fertig gemacht. Den Master haben wir fertig gemacht, genau. Okay. Wir haben dann noch Hilfe bei bekannte Entwickler und Studienfreunde gesucht und haben dann, die quasi sind unsere ersten Mitarbeiter gewesen, haben dann das Game dann fertig gebracht 2018 und das ist quasi unser Debüttitel gewesen. Und haben sehr Glück gehabt, es ist sehr gut angekommen. Genau. Far Lone Sales 2018 euer Debüt.
Dann kannst du ein bisschen sagen zum Scope von dem Projekt, wie viel Arbeit ist das gewesen oder wie muss man sich das vorstellen? Also eben ein Bachelor-Projekt, das nachher zu einem richtigen Spiel wird, eigentlich mega cool. Aber was heisst das so bei Far? Ja, wir haben lustigerweise dann irgendwie angefangen, so halt bei Studis, das möchte ich so unsere Stunden aufschreiben in einem Excel-Sheet und am Schluss sind wir irgendwie auf 12'000 Stunden gekommen. Okay. Für 12'000 irgendetwas Stunden. Und wir sind etwa 2,5 bis 3 Jahre dran gewesen, mit etwa 250 Stellenprozent plus minus. Das ist aber so nicht ganz auf, sorry, ich kann das mega gut Kopf rechnen, so als Unternehmen. 12'000 Stellen sind etwa 6 Mal, ah doch, das geht auf, Entschuldigung, ui, peinlich. Aber es sind auch noch die Ports nachher dazugekommen, also wir haben nachher im Initial Release haben wir auch noch Ports gemacht vom Game, die sind ein bisschen später rausgekommen, das sind dann auch noch Stunden, die quasi draufgekommen sind. Ports sind sozusagen Entwicklungen vom gleichen Game, aber auf anderen Gaming-Plattformen, also auf Nintendo Switch oder auf Konsole. So. 12'000 Stunden sind irgendwie ein bisschen mehr als 6 Mannjahr, also doch schon auch eine grössere Geschichte. Das haben wir durch Ravioli, Büchse-Ravioli-Essen finanziert, wenn ich das richtig verstehe, oder? Also das haben wir eigentlich sozusagen während dem Studium. Also beim Studium ist halt ist nur ein Jahr davon gewesen. Wir haben aber danach noch weiter müssen machen in dem Sinn. Ein Teil von uns hat halt Nebenjobs noch gehabt, um sich über Wasser zu halten. Wir haben schon auch Finanzierung gehabt. Wir haben einen Publisher gefunden in Deutschland, der uns einen kleinen Teil mitfinanziert hat von der Produktion. Wir haben Unterstützung gehabt von der Pro Helvetia mit Kulturförderung. Aber natürlich hat das alles, das Geld, das wir hier hatten, hat vor allem für die Hardware haben wir es aufwenden müssen. Also ja, für die wichtigsten essentiellen Sachen. Kannst du vertragsmäßig sagen, was an extra, also total an externer Finanzierung für Far The Long Sail für die 12'000 Stunden zusammengekommen ist? Ja, mit, also mit allem drum und dran, Pro Helvetia etc. Mit allem drum und dran und mit lustigerweise recht viel Wettbewerb gewonnen und Geld gewonnen in dem Sinn, mit Awards. Ich glaube, wenn man alles zusammenzählt, was ist man da gekommen mit Pro Helvetia zusammen, sind wir vielleicht irgendwo bei 150'000 Franken gewesen. Okay. Und eben, ihr habt auch müssen mega viel Equipment kaufen, also irgendwie für die 6 Jahre Mannjahrlöhne finanzieren, nehme ich an, ist weniger als 100'000 Franken übrig geblieben im Endeffekt. Also, Equipment ist vielleicht ein Problem, das sind die Lizenzkosten von Sachen, die man halt braucht, von Software und so weiter. Ja, yeah, genau. Irgendwann haben wir ein Büro gehabt, das ist dann halt teuer geworden, dann haben wir uns minimal kleine Löhne gezahlt und dann kommt, genau. Dann was heisst kleine Löhne? Was haben wir uns ausgezahlt? Wir haben auch so einen symbolischen Wert ausgezahlt, dass wir ein bisschen motiviert sind, etwa von 1'500 Franken. Also ein Studentenlohn sozusagen selber mit dem ersten Projekt. Und dann kann man ja jetzt, glaube ich, sagen, Far ist recht gut gelaufen, hat recht eingeschlagen, oder? Ja, also ich glaube, sonst sagt man so bei den Indie-Games, bei den Independent-Games, sagt man normalerweise, es wird ein Flop oder ein Hit. Also ein Hit ist dann so, man hat über 1 Million Units verkauft und ein Flop ist halt, es ist halt nicht irgendwie, es ist gar nicht durch die Decke. Und ich glaube, wir sind so ein bisschen dazwischen. Massive, grosse Zahlen, schon 1 Million Kopien ist schon ein Monster-Hit, oder? Das ist ein Monster-Hit, ja, ja. Yeah. Und ich glaube, wir haben es so geschafft, so einen Sweet Spot ein bisschen dazwischen zu tüpfen mit dem Game, was natürlich super ist für das erste Spiel von Studenten, die überhaupt keine Erfahrung haben, mit irgendwie einem Spiel rauszubringen. Und auch mit so einem kleinen Budget. Natürlich, also es hat unter anderem auch daran gelegen, dass wir einfach sehr talentierte Leute bei uns haben in der Firma, die es geschafft haben, rauszustechen innerhalb von dieser Competition, die es halt da gibt, international, vor allem so visuell, atmosphärisch sind wir sehr stark gewesen mit unserem Titel. Und das hat uns dort sicher geholfen. Und wie viele Leute haben ihr erreicht? Es haben also sicher über 300'000 Leute gespielt. Unser Spiel gespielt, ja. Weltweit. Also nicht in der Schweiz. Genau, also weltweit. Und von der quasi Raubkopie, die Dunkelziffer kennen wir nicht, aber die ist wahrscheinlich relativ hoch. Ja, okay, die könnt ihr nicht, wir könnt ihr eruieren, genau, ihr könnt ihr nicht eruieren. Nein. Und wie lange geht das Spiel? Das Spiel, also, wenn man zum Spielen? Zum Spielen, also als unerfahrener Gamer hat man etwa 4 bis 6 Stunden. Genau. Okay. Also 300'000 plus mal 4 bis 6 Stunden Spielzeit, so ist so die generierte Aufmerksamkeit oder Unterhaltungsstunden, die ihr mit dem ersten Spiel generiert habt. Genau.
Ja, also das klingt ja so für mich schon, ich meine, eben, wir reden nicht über genaue Zahlen, das ist da nicht ganz, also nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, aber ich kann ja rechnen, das können ja alle anderen auch, 20 Stutz mal 300'000 plus. 15 Franken. Entschuldigung, okay, stimmt, ja, trotzdem, sind wir ja saniert gewesen, oder? Ja, also eben, man muss sich das so sehen, die meisten Verkäufe, die man macht, sind halt so gewisse Sales, oder? Das verkauft man nicht zum Vollpreis, sondern viele Leute warten darauf, bis es mal ein bisschen günstiger ist und sind auf sogenannte Wishlists. Und dort macht man halt sehr viel, wenn es ein bisschen günstiger ist, spielen, dort verkauft man viele Units. Und dann, je nach Plattform, je nach Land, kostet es verschiedene teuer. Und zum Beispiel auf Mobile ist es natürlich billiger, als wenn man es auf dem PC kauft oder auf der Playstation, genau. 300'000 mal 5 Franken ist immer noch mega krass, oder? Das stimmt. Aber ich habe gesagt, mindestens 300'000. Nein, aber ich wollte ja auf etwas anderes aus. Ich wollte eigentlich so ein zeigen, es ist mega cool und es ist ja wirklich ja, ein Vorzeigeprojekt, aber es hat trotzdem, glaube ich, wenn ich das jetzt so darf sagen, nicht gelangt, um irgendwie die Firma Lokomotive, die ihr gegründet habt, gerade sofort auf einen Punkt zu bringen, wo eine gewisse Stabilität da war. Oder? Also vielleicht kannst du das noch ein bisschen illustrieren, was das denn bedeutet, so einen Erfolg zu haben. Ja. Eben, also nochmal als Dimension, es ist ein Erstling, ihr macht seinen Master fertig, ihr fressen Ravioli, Büchsen-Ravioli ist immer mein Ding, ich muss das nochmal betonen, zum Auskommen, ich zahle da irgendwie einen Tausiger oder so aus, arbeite 3,5 Jahre lang und dann jagert es, bam, 300. Aber es hat nicht gelangt, um volle Stabilität zu kriegen. Ja, also eben, man muss halt wissen, es ist so ein bisschen ähnlich wie in der Musikbranche, wenn man einen Publisher hat, jemanden, der das Spiel nachher vertreibt und rausbringt, der gibt einem ja Geld quasi im Voraus. Und der will natürlich nachher seinen Anteil bei den Verkäufen und das, man kommt nicht quasi den Hauptanteil über. Und wenn man so ein Spiel verkauft, dann nimmt die Plattform immer recht viel. Ich darf jetzt nicht genaue Zahlen nennen. Oder irgendwas so in dem 30 bis 40, je nach genau, Plattform. Genau, von diesen 15 Stutz gehen schon mal 5 weg. Genau. Und dann hat man noch mit dem Publisher halt den Deal und dort wird auch nochmal geteilt und das ist dann so unversteuerte Geld, wo quasi die Firma überkommt und je nachdem, wenn man sich dann noch Lohn auszahlt, muss man dann noch Steuern zahlen drauf und so weiter. Sozialversicherungen und genau. Und wir, wo wir dann quasi die Verkaufszahlen oder beziehungsweise die Units, die wir dem verkauft haben, das sind jetzt über die letzten 3 Jahre gewesen. Also es ist nicht alles auf Tag X quasi passiert, sondern es ist so gestaffelt gekommen. Und was wir halt am Anfang dann ein bisschen gemacht haben, ist uns rückwirkend ein bisschen Lohn auszahlen, weil wir eigentlich mehr oder weniger fast gratis geschafft haben, relativ lang. Also die 1000 Stutz haben ein bisschen aufpoliert. Die haben es ein bisschen aufpoliert. Eigentlich der erste Student, den ich kenne, der retrospektiv einen höheren Studentenlohn bekommen hat. Oder? Ja, es war auch so ein bisschen so Plan gewesen. Wir haben das natürlich am Anfang auch nicht mehr zu viel auszahlen, weil wir nicht gewusst haben, wie erfolgreich das wird. Plus, also bei uns, wir sind halt nicht mehr 19 oder so, also nicht alle von uns zumindest. Und es ist halt dann auch nicht mehr so einfach, einen gewissen Lebensstandard lang so zu leben. Zürich. Genau, Zürich ist eigentlich gerade das billigste Pflaster auf der Welt. Und darum haben wir das gemacht. Wir haben aber relativ lang gewartet damit, um uns quasi rückwirkend etwas auszuzahlen, bis wir quasi gewusst haben, die Firma steht vielleicht auf stabileren Beinen. Und dort haben wir dann, kommt quasi ein neuer Deal ins Spiel von der Fortsetzung, wo wir jetzt gerade dran sind. Genau, das ist ja gerade ein spannendes Stichwort. Also das heisst, ihr habt das gemacht, 18 rausgebracht, sorry, ich bin gerade ein bisschen schlecht mit Daten. Und dann habt ihr wie gesagt, okay, next Projekt ist auch wieder in dem Universum von Far. Oder ich glaube, das kann ich so spoilern, aber erzähl doch schnell, was sind denn so ein bisschen kurz über eure Überlegungen gewesen, wie machen wir jetzt weiter? Weil es doch eben, also ist ja cool, also Bach, man kommt also aus dem Studium und es scheppert weltweit. Ja, also es ist, wir sind zuerst lustigerweise nach dem Release all ziemlich down gewesen, weil wir sind müde gewesen und wir haben alle mehrere Monate Pause gebraucht, weil wir haben viel zu viel gearbeitet und haben ein bisschen uns wieder irgendwie sammeln. Es war dann gar nicht so fest Party gewesen, sondern so, ich wollte einfach mal einen Moment nicht mit Games zu haben und irgendwie weg für ein Zeitchen. Und dann haben wir uns aber getroffen, wir sind in die Berge quasi und haben geredet, was wir als nächstes machen wollen. Wir haben auch herausgefunden, es ist nicht so erfolgreich, dass wir jetzt gerade irgendwie nach 2 Monaten uns schon irgendwie fette Löhne auszahlen und einfach weiter machen können, sondern wir haben gewusst, das wird wahrscheinlich über die Zeit sich dann ein bisschen ansammeln. Und dann haben wir dort entschieden, dass wir am gescheitsten irgendwie versuchen, auf den Hype aufzuspringen, den wir gerade generiert haben und irgendwie versuchen, eine Fortsetzung zu machen. Oder so ein Game, das quasi im gleichen Universum ist. Und dann sind die Ideen haben dann angefangen, sich zu entwickeln. Ich bin dann erst später bei der Entwicklung dort beigestossen. Ich habe noch die Portierungen gemacht auf die anderen Plattformen.
ein Jahr lang. Aber ein Jahr später haben wir quasi das Material zusammen gehabt, um allen möglichen Publisher das zeigen. Also relativ früh schon haben wir so sogenanntes Deck, das Game Design Dokument, wo man dann den Publisher kann zuschicken kann, mit denen reden und denen das pitchen. Und da braucht man dann natürlich einen Finanzplan, Projektplan und so weiter. Darf ich noch nachgehen, um es zu erklären? Also eben, ihr habt einen Indie-Mega-Erfolg, aber ihr habt nicht genug Mittel können generieren, um den nächsten Titel selber zu finanzieren. Das heisst, es war von Anfang an klar gewesen, ihr habt nochmal müssen externes Geld suchen und nochmal Recht und nochmal IPs und so abgeben, also IP nochmal abgeben. Ihr habt einen Partner gebraucht. So. Oder das haben wir zum Glück nie müssen. Also die IP gehört noch uns. Von dem sogenannten Fahruniversum. Das gehört zum Glück uns. Aber ja, wir haben gewusst, also wenn wir nochmal so ein Game machen, muss grösser werden natürlich und irgendwie mehr Leute ansprechen. Also mehr als 6 Jahre. Genau. Und dann haben wir gewusst, es wird wieder 2 bis 3 Jahre dauern, bis wir so ein Game haben. Und dann, wenn man sich halt ausrechnet, was monatlich dort reinkommt vom ersten Game, was bei uns noch übrig bleibt, dann langt es halt nicht. Und dann haben wir gedacht, ja gut, wir suchen uns quasi einen Publisher und das mal, wenn wir aber ein bisschen Stabilität in die Firma bringen und dann, wenn wir die ganze Produktion gedeckt haben. Und wir haben auch gedacht, jetzt, wo wir schon unseren Namen gemacht haben quasi und nicht mehr einfach nur Studenten sind aus dem Master, dass das einfacher wird sein, um Geld aufzutreiben für eine Produktion, die so lange dauert, aber es hat dann doch etwa ein Jahr gedauert mit Pitchen. Um das Geld suchen. Genau. Also das heisst, ihr habt die Idee gehabt, einen Prototyp bastelt, den ihr dann selber finanziert mit den Einnahmen vom ersten Spiel und sollt dann Geld suchen. Im 19., genau. Wenn ich mich richtig erinnere. Gell? Genau, also fast das ganze 19. durch, im 18. schon. 19. Wie viele Pitches habt ihr gemacht? Oh Gott, keine Ahnung. Es ist so viel. Also wir haben sogar schon... Ich würde sagen, sind es 10 gewesen, sind es 20 gewesen? Das sind mehr als 20 gewesen. Genau. Und wo? Also wir sind natürlich um einen angereist. Damals war noch nicht die Covid-Pandemie-Situation gewesen. Wir konnten an die Events gehen, an der Gamescom zum Beispiel, an der Nordic. Ich war noch in Seattle gewesen, mal zum Fahren ausstellen, an der PAX zum Beispiel. Wir sind also all die Events halt abgerasen, die man kann. Und haben dort immer bei diesen Matchmaking-Möglichkeiten mitgemacht und haben versucht, quasi auch die Publisher und die einzelnen Leute via WhatsApp anzuschreiben, über so Guerilla-Taktik. Also man muss irgendwie an die richtigen Leute kommen. Sony haben wir natürlich abgefragt, Microsoft, dass es lohnt sich dann einmal auch direkt die Plattformen anzuschreiben und dort versuchen reinzukommen. Genau, und was wir lang gelebt haben, ist, dass wir ohne Demo quasi nur, weil wir das erste Game hatten und mit einem sehr gutem Material, dass wir schon finanzieren können, quasi überkommen. Es hat sich dann aber schon so daraus herausgestellt, dass man etwas Spielbares noch mitschicken muss. Und was muss ich vorstellen, so ein spielbarer Prototyp für das VR 2, wie viel Arbeit ist das nochmal gewesen? Ja, da kommt sicher auch noch einst etwa 5 bis 6 Minuten Arbeit Minimum. Leute. Das sind etwa 4 Leute, die daran gearbeitet haben. Okay, also 5 mal 4 gibt dann nochmal 20 Monate, 1,5 Jahre. Also einfach auch nochmal, wenn man irgendwie halbwegs vernünftige Löhne zahlt, nochmal 100.000 Stutz für den ersten Prototyp ausgeben. Ja, das wäre sicher... Niemand finanziert, wo niemand irgendwie... wo niemand finanziert. Risiko, also 100% genau. Exposure. Und dann, erzähl, hat es geklappt, glaube ich, oder? Gleich? Ja, also es ist dann... Nach mehreren Anpassen von der Sache, also es ist dann wirklich brutal, die wollen einen Finanzplan, der haargenau ist, wo jedes Detail drin steht. Die wollen einen Produktionsplan, wo drin steht, was der Mitarbeiter in 2 Jahren im Mai macht. Nachdem wir quasi all die Sachen zusammen haben, mittlerweile recht professionell sind in dem, das aufzusetzen, glaube ich, und das schön zu verpacken, haben wir dann auch mehrere Deals eigentlich gehabt, wo wir hätten können eingehen mit der Summe, die wir auch gesucht haben. Und in Geld, aber in Mannjahr, was heisst grösseres Projekt, vielleicht noch, dass wir eine Dimension haben? Ja, also es ist wieder 3 Jahre, oder? 2,5 Jahre, weil ein Teil ist ja schon drin gewesen, in dem Sinn, für 650 Stellenprozent ungefähr. Ja, nicht mehr zu Dosen-Ravioli-Ding, also nein. 20 Mannjahr, aber auch nicht, nehme ich an, mega gute Löhne, oder? Okay, Löhne, sagen wir es mal so. Und es ist, also so eine Produktion kostet plus minus, die Spiele in dem Bereich, den wir machen, das ist etwa, also das ist 6-stellige Bereich. Ja, genau. Und dann haben wir mehrere Deals gehabt und dann haben wir für entschieden, also congrats. Und jetzt sind wir seit dann eigentlich finanziert, seit dem 19. sind wir da, das Game fertig zu machen, wo
vor wenigen Wochen oder letzte Woche announced worden ist. Genau, genau. Jetzt sind wir dran und es ist natürlich tough, weil wir mussten da immer wieder auf die Milestones quasi Sachen abliefern und sonst gibt es kein Geld. Man kommt das so in Tranchen über, in der Regel. Also es kommt darauf an, was für ein Deal das man hat. Und seitdem sind wir jetzt dran und eben so Richtung Ende Jahr sollte dann das Spiel fertig sein. Cool. Und jetzt ist, glaube ich, eine spannende, also nicht so eine spannende Phase, oder? Jetzt sind wir am Fertigmachen im Jahr. Ja, streng. Es ist streng, weil einfach so viele Anfragen von allen Seiten gleichzeitig ankommen. Das ist für uns sehr schwierig gewesen, im Dunkeln quasi zu arbeiten. Im ersten Spiel haben wir immer wieder können zeigen, was wir möchten, da Events gehen und so. Und jetzt im zweiten Spiel haben wir eigentlich 2 Jahre im Dunkeln müssen arbeiten. Was gut ist, wenn man sich fokussieren kann, man kommt aber sehr wenig Feedback über. Es ist so motivationstechnisch schwierig. Aber jetzt also quasi. Deine Freunde nicht können sagen, was du machst. Ja, rein theoretisch nicht, aber eben, man macht es dann so im engsten Kreis, kann man es halt zeigen in dem Sinn. Die ja. Dürfte jetzt aber nicht weiter erzählen. Und jetzt, wo es aber draußen ist, kommt das andere Problem, dass man so viel Ablenkung hat. Weil Allwending nicht etwas von einem. Und man kommt so viele Anfragen über, das erste Spiel verkauft sich wieder besser und dann kommen Support-Anfragen und so weiter. Genau. Ah, cool. Ah, ja, Logo, genau. Das gibt dann auch so einen Back-Katalog. Genau. Back, so ein rückwirkende Ding. Hey, und also ist jetzt schon krass. Also das heisst, ihr habt wie eine relativ geradlinige Entwicklung gemacht in den letzten 5 Jahren aus dem Studium raus. Und jetzt doch eine Produktion, eben wir reden von 20 Mann Jahr plus, irgendwie so, siebenstellige Budgets. Also ihr wäret sozusagen die Antithese, man kann das ja aus der Schweiz aus dem Fall, oder? Ich habe vorher 6-stellig gesagt, ich habe 7-stellig gemeint. Ah, 7-stellig, Entschuldigung, ich hänge, ja genau, also eben die Zahl ist halt nicht veröffentlicht, aber trotzdem, also es ist eigentlich wie ein guter Schweizer Film in der Dimension, aber mit de facto keine Unterstützung von irgendwelchen Dingen. Ihr seid voll exponiert gewesen. Würdest du das machen, wenn du Kind und Familie und Verantwortung für andere hättest? Wenn ich dich so direkt frage. Ich weiss nicht. Wir haben das irgendwann ein Limit gesagt, so hey, wir können nicht mit so wenig Geld das lang machen. Ich habe immer gesagt, ich mache das Maximum 5 Jahre mit. Wenn es nicht irgendwie funktioniert, dass wir uns normale Löhne zahlen können, bin ich halt weg von dem Fenster, weil es ist halt doch, also eben, ich bin nicht mehr 20. Wir haben jetzt Glück gehabt in dem Sinn. Und es hat funktioniert, wir haben nicht ganz keine Unterstützung gehabt, wir haben auch von der ProLVC eine Summe bekommen, aber es ist halt in dem vergleichbar symbolischen Betrag. Ich glaube öffentlich. Ja, also es ist eher ein symbolischer Betrag und man muss natürlich die auch noch gewinnen, aber da haben wir halt Glück gehabt, wenn wir mit dem ersten Titel schon so viel Erfolg haben. Was haben wir bekommen? Das ist Pre-Production, haben wir glaube 10'000 Franken, dann 50 für Production und dann 20 quasi für Post-Production. Ja. Ah, nein, Post-Production haben wir gar nicht angemeldet, weil das Spiel ist ja gar nicht fertig. Stimmt, genau. Nein, aber die Dimension ist klar. Also eben, ja. Wir reden da und das Geld haben wir ja bekommen und hat sozusagen das Risiko wirklich auch ein bisschen minimiert. Aber eben trotzdem, wir sind voll im Risiko gewesen, vor allem in der ersten Phase. Genau. Also was halt das Interessante ist, es ist toll, wenn man das mit so einem Publisher kann machen und so. Der Punkt ist, wir haben das, also wenn man halt so eine Summe überkommt für Produktion, dann wollen die auch entsprechend viel. Das heisst, auch wenn natürlich das Spiel jetzt ein recht, also kommt darauf an, wie erfolgreich das ist, bleibt je nachdem, egal wie erfolgreich das ist, nicht so viel bei uns hängen, weil je mehr Geld das wir bekommen, desto mehr Events halt auch. Von diesen Einnahmen. Und wir haben das jetzt halt, wir haben gefunden, das ist nicht so wichtig in dieser Phase von der Firma. Wir haben uns ein bisschen stabilisieren. Dass man mal anständige Löhne zahlen kann, dass man ein bisschen Strukturen bauen kann, die ein bisschen Sicherheit geben. Aber ideal ist es natürlich nicht, weil ideal wäre es, wenn wir ein bisschen unabhängiger wären und wenn wir dann einen Hit landet irgendwo auf dem Markt, dass man auch den grössten Anteil quasi überkämpft. Und es ist natürlich schwierig, wenn man nicht das Budget oder sonst Unterstützung hat, dass man so etwas machen kann, oder? Das heisst, eben, bei euch geht das Spiel eigentlich dann, wenn jetzt vor zwei, sage ich mal, Entschuldigung für so die Vereinfachung, aber auch nochmal ein Mega-Hit wird werden, dann sind ihr nicht fundamental an einem anderen Ort und könnt irgendwie total selbstständig über eure Zukunft entscheiden, oder? Sondern ihr seid wieder abhängig davon, dass ihr einen Verlag findet. Und obwohl ihr eigentlich sozusagen eins von unseren Swiss Games Joker gewesen wäret oder sind, wo das ja hätte möglich machen können. Genau, also eben ein Problem ist, dass die meisten
Publisher, die einem Geld quasi, also die einem das Risiko abnehmen, die wollen natürlich die Summe nachher recouped haben, also man muss das quasi zurückzahlen. Und je grösser es ist, desto mehr muss man natürlich einfach kaufen, damit die wieder weg ist, bis quasi, bis man dann selber Geld bedient. Also es ist sehr gut möglich, dass ihr von dem Game eigentlich gar nicht mehr etwas gesehen, außer die Produktion, oder? Genau, also ich hoffe es nicht natürlich. Wir hoffen, das wird ein Mega-Hit und dass es dann hinten raus natürlich noch mehr rausspringt, aber das wissen wir zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht. Aber man muss natürlich davon ausgehen, dass es je nachdem nicht viel rausspringt, oder? Wenn man, das, wenn man für die Zukunft planen will. Und schöner wäre es natürlich schon, wenn man da andere Vertragsverhandlungen könnte führen, wenn man quasi nicht die Summe müsste nehmen, sondern einen Teil könnte selber abfedern und dafür dann wieso bessere Ausgangslage nachher hat, wenn man so ein Spiel rausbringt, oder? Das heisst, eben, ihr habt jetzt wie durch das Projekt gar nicht irgendwie mega viel Fett generieren können, wo ihr jetzt beim nächsten Projekt dann in so eine Verhandlungsposition kommt, oder? Weil einfach die Quer-Anschubsfinanzierung nicht vorhanden ist, oder? Wo zum Beispiel in anderen Ländern ja noch eher vorhanden ist. Ja, also eben, es gibt die Beispiele aus Kanada, aus Deutschland, wo halt Wirtschaftsförderung bei Games stattfindet und die können dann wie die Demo, der Prototyp, den wir vorher geredet haben, oder die können dann so etwas entwickeln mit dem Geld ziemlich risikofrei und dann das nachher pitchen und mit quasi das nicht selber aufbringen. Das ist sicher ein Unterschied da, ja. Wo bei euch mit dem Leistungsausweis jetzt so wie auch so ein bisschen ist, ihr messet euch ja auch mit diesen Studios, oder? Das muss man ganz klar geben. Also, das sind eigentlich eure Konkurrenten und nicht irgendwelche lokale Geschichten. Man muss vielleicht an der Stelle sagen, wir haben einfach extrem Glück gehabt, glaube sehr oft. Es ist nicht nur, weil wir jetzt die unglaublichen Genies sind, die das Spiel gemacht haben, sondern es ist halt einfach zum richtigen Zeitpunkt das Spiel rausgekommen, was es vielleicht in dieser Form noch nicht gegeben hat. Und viele Sachen haben einfach gerade harmoniert, ohne dass wir das irgendwie wirklich immer mega bewusst überlegt haben. Und ja, also wenn es so eine... sind schon sehr viele Sachen, die bei euch funktioniert haben, wenn man so ein bisschen zurückdenkt. Ich weiss, was ein paar Insights, die man glaube da auch nicht könnte sagen, wo ja, also eben einfach unglaublich Schwein braucht. Oder? Genau. Also aber also, ich finde, du darfst, machst es jetzt dir auch, also du lobst euch zu wenig, weil ich glaube, der Punkt, der schon ist, dass man unglaublich Schwein kann haben, muss man brutal viel arbeiten, oder? Das stimmt. Also es ist irgendwie, es ist immer, die Leute stellen sich das vor, es ist dann Schwein und dann klappt es. Das ist eben nicht der Fall. Man muss mega monstermäßig viel arbeiten, mega krass sich reinlernen und dann muss man noch Schwein haben. Man kann nicht Schwein haben und dann muss man nicht viel arbeiten oder so. Es ist, ein Schwein kann nur dann kommen, das Glück kann nur dann kommen, der Zufall kann einem nur dann noch den ultimativen Kick geben, wenn man unglaublich viel geschafft hat. Definitiv, also man muss alles richtig machen, um ein gutes Spiel zu machen und dann muss man noch Glück haben, oder? Das ist schon... Genau. Dann ist das Glück ist dann irgendwie 90% vom ganzen Erfolg, aber ab 10% sind brutal hart, oder? Ja. Und ich glaube, also magst du über das reden? Ich weiß gar nicht, haben wir gar nicht besprochen voraus, aber ich glaube für dich ist auch so ein Limit zu spät gekommen, wo du musst sagen, das kann ich nicht endlos mitmachen, oder? Belastung. Nein, also wir sind natürlich auch in der Veränderung, wir sind mittlerweile auch ein AG und versuchen so ein bisschen... uns gesund zu behalten. Jeder hat ein Stehpult und einen gescheiten Stuhl, damit er irgendwie kann arbeiten und nicht irgendwie kaputt geht. Und wir versuchen möglichst keine Überstunden zu machen und 5 Wochen Ferien und versuchen das einzuhalten. Also das ist sicher ein Punkt, der extrem wichtig ist. Und andererseits auch, ja, es ist natürlich einfach streng, so ein Spiel zu entwickeln. Es geht halt so lange, man schafft so lange an einem Projekt. Man weiß nicht, wie die Ausgangslage ist und dann ist man natürlich schon auch froh, jetzt, wenn man in dieser komfortablen Lage ist wie mir, wo man quasi wenigstens die Produktion gedeckt hat. Oder? Wie siehst du den Standort Schweiz oder den Standort Zürich zum Games machen? Ist das ideal? Ist das gut? Oder gibt es da negative, positive Punkte? Also es ist so, wo wir noch Geld auftrieben haben, hat es einen Publisher gegeben. Der hat natürlich den Finanzplan angeschaut und unsere Löhne. Ich meine, es sind jetzt wirklich nicht irgendwelche crazy Löhne da drin. Und der hat dann bei anderen Studios angeschaut in Zürich, um zu fragen, ob das gängige Löhne sind in der Schweiz. Weil er einfach das Gefühl hatte, das sind viel, viel zu viel. Ja. Also, wir sind natürlich, in der Schweiz ist jedes Studio 3-mal teurer als eins in Spanien. Das muss man natürlich schon bewusst sein. Das heisst, die Gelder, die wir verlangen, wir können die weniger umsetzen in dem Sinn. Oder wir können weniger daraus rausziehen als in anderen Ländern. Und aus irgendeinem Grund, wenn wir dann international Geld suchen, müssen wir auch begründen, wieso dass es das wert ist. Beziehungsweise wir müssen einfach kreativer sein und irgendwie schneller als andere und mit dem gleichen Geld. Das ist halt der Nachteil, der Standardnachteil, weil halt einfach
Unterhaltskosten und Lebenskosten extrem teuer sind. Ein Vorteil gibt es, es ist so, zum Beispiel, wenn man Programmierer sein in Games, dann ist man auch im Ausland, kommt man je nachdem nicht viel einen höheren Lohn über, also dann ist man eigentlich in der Schweiz gut bedient. Aber gleichzeitig kann man in der Schweiz natürlich, wenn man bei Google oder irgendwo arbeitet, natürlich viel mehr verdienen. Und wir können nicht Löhne zahlen wie Google halt, das ist unmöglich. Und ich glaube auch für Artists, also für Leute, die halt 3D-Modelle machen und zeichnen, so ist der Standort noch gut, weil da haben sie wahrscheinlich im internationalen Vergleich einen von den höchsten Löhnen, je nachdem. Mhm. Okay. Also eigentlich gut, wenn man es irgendwie ankriegt, ist es gut für die Leute, die in der Branche arbeiten, aber für die, die es sozusagen organisieren müssen oder finanzieren, eher schwierig. Genau, also wenn es darum geht, Geld auszutreiben, ist die Schweiz einfach in dem Sinn, bis auf Pro Helvetia, ist nie irgendjemand bei uns entgegengekommen. Trotz die Wüste, gar nicht. Genau, das habe ich gerade auswählen. Was würde eine sinnvolle Projektfinanzierung jetzt für Lokomotiven ändern? Zum Beispiel eben jetzt für das dritte Projekt. Sinnvolle Projektfinanzierung. Können wir nachher vielleicht noch darüber reden, was deine Idee dafür wäre, aber einfach mal prinzipiell für dein jetzt Berufsleben, für dein unternehmerisches Leben. Ich meine, du hast 7 Stellen geschaffen, 9 Leute geschaffen bei euch aus dem Studium raus. Ist ja so der Prototyp, was man da in der Schweiz wendet eigentlich, oder? Was würde so eine sinnvolle Projektfinanzierung ändern? Also, die Idee ist natürlich, dass wir langfristig irgendwie unabhängiger werden, dass wir nicht irgendwie von Projekt, also quasi von man kann es so sehen wie ein Projektkredit, wo man kein Risiko trägt, wo man nachher muss zurückzahlen, wenn man mit so einem Publisher so einen Deal geht, wo die ganze Produktion zahlt. Und der Punkt ist, es bleibt halt ein Kredit, den man muss zurückzahlen. Und idealerweise, und je nachdem, hat man nachher halt die weniger gute Ausgangslage, wie viel das man halt gehabt hat, wenn das Spiel gut ist. Die Idee ist, dass man einen Cash-Cow hat, sozusagen, dass man unabhängiger wird, dass man einen Titel kann machen kann, den man selber rausbringt oder halt mit einem besseren Deal. Und das erreicht man halt nur, wenn man schon genug flüssige Mittel selber mitbringt, um so eine Entwicklung mittragen. Und die perfekte Ausgangslage ist natürlich, wenn man zum Beispiel irgendwie Mittel hat, um die Hälfte von so einer Produktion selber zu decken. Weil je nachdem, also man kann es entweder selber rausbringen, so ein Spiel, oder man schafft mit einem Publisher. Je nachdem, wenn man in der Lage ist, das selber rauszubringen, ist das sicher cool. Aber bei uns haben wir jetzt nicht zum Beispiel Leute, die sich gut damit auskennen. Ich glaube, wir wären langfristig auch sonst noch auf einen Publisher angewiesen. Aber wenn wir natürlich so viele Selbstmittel mitbringen, dann kann man ganz über andere Deals reden, oder? Und ich glaube, das wäre das extrem Coole, wenn man könnte brauchen für einen dritten Titel oder fürs nächste, um unabhängiger werden, dass quasi dann bei den Verkäufen mehr bei uns hängen bleibt, bei einem einzelnen Verkauf. Und so also, haben wir nachher mehr Eigenmittel langfristig und sind immer weniger angewiesen, um quasi die Kredit quasi aufzunehmen, die dann uns ein bisschen zwingt, dann sehr viel vom Gewinn abzugeben, oder? Aber das heisst, Eigenmittel im Sinne von, du würdest dir dann vorstellen, es gibt eine Finanzierung, wo euch jemand wie der Kanton oder eine Stiftung oder irgendwas auch immer wird einen Teil finanzieren und ihr würdet aber mit diesem Teil nicht müssen einen Gewinnanteil abgeben, aber man könnte zum Beispiel zurückzahlen im Erfolgsfall, oder? Genau, also eben, man zahlt die Investments sowieso immer zurück. Auch diesen Publisher, also die meisten von denen wollen eigentlich alles wieder recoupen, also wieder reinholen, wo sie quasi vorgeschossen haben. Und idealerweise, wenn natürlich jetzt irgendein Kanton oder der Staat wird da also das Risiko uns abnehmen, aber natürlich das Geld wieder verlangen nachher, sobald das Spiel draußen ist und erfolgreich ist, dann wäre das eine Riesenhilfe, oder? Es würde eigentlich ermöglichen, so eine Branche überhaupt oder eben euch auf stabilere Bauten zu setzen und so eine Branche auszubauen. Definitiv. Vor allem, wenn es dann halt darum geht, dann irgendwie ein bisschen grösser zu werden und wenn das muss man halt langfristig, wenn man irgendwie konkurrenzfähig bleiben auf dem riesigen internationalen Markt, der ja wirklich mittlerweile bodenlos riesig geworden ist. Man muss, glaube ich, immer ein bisschen wachsen und quasi kreativer und gerade auch, weil wir halt teuer sind, muss man dort irgendwie vorankommen und das würde uns definitiv helfen, ja. Also, du siehst es ähnlich. Ich meine, ich habe jetzt in anderen Gesprächen noch gar nicht über das geredet, aber das ist auch so. Also, um eine gewisse Stabilität anzukriegen, muss so eine Game-Bude irgendwie 20 bis 40 Leute haben, habe ich das Gefühl. Man muss können mehr als einen Titel gleichzeitig arbeiten. Wieso bist du immer von dem einen Hit abhängig? Und dort anzukommen, ist eben jetzt auch bei eurem Ding, es ist so absurd, oder? Ihr habt so einen Mega-Hit gehabt, weit über 300.000 Einheiten, aber es geht wie nochmal, es geht nochmal um alles jetzt eigentlich, oder nicht, bei dem Fahr 2. Und nachher wahrscheinlich nochmal, weil es keine Risikofederung gibt, oder?
Ja, eben. Also man schafft sich halt so ein bisschen die kleinen Buffer immer da und dort, oder? Dass man irgendwie sich über Wasser kann halten über gewisse Zeit. Man hat ja dann trotzdem auch Arbeitsplätze, die man sichern will. Also man denkt schon ein bisschen Zukunft. Aber wir haben keine. Also jetzt könnten wir nicht irgendwie 2 Jahre von uns aus ein neues Spiel machen. Ohne zusätzliche Mittel. Das geht nicht. Oder? Und eben 2 Jahre wären immer noch in der Dimension jetzt von dem Projekt, das ihr jetzt habt, oder? Aber ihr wärt eigentlich ready, um wirklich nochmal eine Rakete mehr zu zünden und jetzt ist einfach die Struktur nicht da. Genau, also eben, es kommt ein bisschen darauf an, wie jetzt das Spiel läuft, nachher, wenn es dann rauskommt. Ja, Aber das. aber eben, wir reden ja jetzt wieder vom Glück, ihr habt euch jetzt wieder mega den Genau. Arsch aufgerissen. Es gibt ja schon die Chance. Ich meine, eben, ich weiß ja nicht. Man könnte das vielleicht probieren, schnell in Dimension zu setzen. Also wir reden, glaube ich, irgendwie von, es fängt sich irgendwann. Das sagst du jetzt nicht. Also du hast mir das nicht gesagt. Ich probiere das jetzt zusammen zu fantasieren. Irgendwann, wenn das Spiel irgendwie 1 Million Kopien oder mehr verkauft, dann kommt auch bei euch irgendwie wieder etwas zurück. Das ist ja dann so die Dimension. Also das ist wirklich mega krass. Und es gibt nicht irgendwie Hunderte von Produktionen im Jahr, wo das erreichen, oder? Also das muss man schon sehen. Das ist dann international Topspitze, oder? Top, 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 Topspitze, wenn man das auch nicht kriegt. Und ich behaupte einfach, ihr hättet das Zeug dazu, spätestens beim nächsten oder beim übernächsten werdet ihr das erreichen, oder? Aber wenn so jetzt nicht klingt, dann ist nicht klar, wie es bei euch weitergeht. Das ist nicht nachhaltig, oder? Nein, also eben vom einen schlechten, es ist kein schlechter Deal, aber vom einen Deal, wo man quasi nicht viel Profit kann quasi ausziehen, je nachdem, wenn es dann fertig ist, zum nächsten Gumpen ist halt schwierig, oder? Weil dann bleibt man kann einfach nicht wirklich wachsen so. Das ist ein das Also Problem. das Entwickeln, größere Projekte angehen, etc. Ja, genau. Also Ja, es wird uns sicher Türli öffnen. Also es ist halt nach dem ersten Projekt hat es ein Türli aufgegangen, wo vorher nicht da gewesen sind, oder? Und nach dem zweiten, wenn quasi unsere IP gestärkt wird, in dem Sinn, gibt es sicher auch wieder andere Ausgangslagen. Aber die finanzielle Unabhängigkeit oder eine größere Unabhängigkeit hilft natürlich in jedem Fall, dass man da irgendwie bessere Strukturen kann etablieren. Genau. Und eben, also unsere Nachbarn, die haben jetzt angefangen damit und international passiert das auch, dass es Wirtschaftsförderung gibt für Games, weil es halt einfach, also man muss schon sehen, die Game-Industrie in der Schweiz ist nicht existent, also die hat es nicht gegeben vor 15 Jahren, oder es ist einfach so klein gewesen oder unbedeutend. Und wir sind eigentlich völlig hinten drin. Also dass man da irgendwie einfach kann reinkumpen kann. Es hat vielleicht eine Firma bewiesen mit dem Farming Simulator. Die haben das sicher geschafft. Das hat geklappt, aber eben, wenn halt immer nur so, also wenn man so viel Glück braucht oder irgendwie. Dann ist es halt schwierig, oder? ja, Also, eine so Branche ein kann Pionier ist, entstehen. dass man es auch da ist, mit dem Glück, wie wir es vorher gesagt haben. Sie sind auch mega früh gewesen, sie haben sich den Arsch aufgerissen, sind mega dran gewesen, haben etwas gemacht, wo, glaube ich, ganz viel gesagt haben, das interessiert keine Sau, eben Farming Simulator, und das ist ein monstermäßiges Ding und das ist ja super cool, definitiv ein gutes Thema. Hey, ich habe es mega spannend gefunden, danke für deine Offenheit und mega viel Glück jetzt beim Finish. Ich hoffe, du kannst diesen Sommer gleich noch ein bisschen Pause machen, aber so wie ich die Game-Branche kenne, wird es für euch ziemlich anstrengend. Ja, merci, das hoffe ich auch. Aber Ende Jahr dafür dann wieder ein paar Monate Pause im Jahr zur Erholung von Far 2. Ich hoffe, ihr macht nachher auch nochmal so ein gutes oder getraut euch oder könnt nochmal ein größeres Projekt anpassen. Hey, wolltest du noch irgendetwas anfügen zum Thema Studiofinanzierung? Nein, wäre cool, wenn wir den Standort könnte behalten und wenn nicht irgendwie alles, was jetzt aufgebaut worden ist in der Schweiz, quasi mit den Studios, die wir haben und mit all den Talenten, die entstehen an der Fachhochschule, wenn die da es die Hei könnten haben und nicht alle müssen irgendwo hingehen und dass die Game-Industrie in der Schweiz die Hei ist. Das wäre schön. Exportindustrie aufbauen, digitale Exportindustrie aufbauen. Genau, Entschuldigung, jetzt muss ich gleich noch eine Frage stellen, weil es bei euch auch so lustig ist. Von diesen mehr als 300.000 Kopien von Far Eyes, wie viele haben ihr in der Schweiz verkauft? Das weißt du doch sicher, oder? Ja, wenig. Ich glaube, wir haben mehr in Australien verkauft. Ich kenne keinen Menschen in Australien. Also, wir haben vielleicht, ich glaube, unter 2%. Okay. Also unter 10.000 Kopien in der Schweiz verkaufen. Warte, ich kann nicht mehr rechnen, so als Dimension. Das kann ich jetzt Ich im weiß halt Kopf auch nicht. nicht. Einfach nicht Also so viel halt. in der Dimension und so. Und Maine, Australien, es ist so gut. Grossartig. Hey, danke Genau. vielmals für das super Gespräch. Danke auch. Merci vielmals, dass wir hier sein. Und viel Glück. Ciao. Danke vielmals. Tschüss, ciao Moritz.